Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5. Ich dachte mir, jetzt hat er noch so einen Geschützwagen geholt, nehme ich eben noch ein bisschen mehr auf. Also ja, stiehl ein Fahrzeug. Ah, cool. Jetzt machen wir noch einen Auftrag. Aber danach ist wirklich Schluss, egal was jetzt noch kommt. Ich dachte mir, jetzt ist cool, mal so ein Geschütz zu sehen. Ich habe selbst so ein ähnliches Auto. Macht eben Spaß, damit alles zu zersieben. Ja. Muss wieder ein bisschen üben, da reinzukommen, ein bisschen in die Steuerung. Habe jetzt ein bisschen länger nicht mehr gespielt mit dem Dingens. Ich hoffe, es bewachen die Fahrzeuge gründlich. Alle Mitglieder einer Organisation bekommen ein paar Handlungslevel, sobald ein Fahrzeug gestohlen wird. Also plant alles gut. Ach, scheiß auf plant alles gut. Einfach reindrehen und alles abknallen. Den Heli kriege ich so nicht weg gerade. Krieg ich den jetzt weg? Nee. Der ist zu hoch. Krieg ich den jetzt weg? Ah, jetzt. Voll scheiße. Ja, jetzt ist ein Gebäude, ne? Egal. YOLO. Ich treffe den hier immer noch. Ich will die Fahrzeuge, okay. Hat er den abgefahren. So, noch kaputt gemacht. Okay, ich steig aus. Wie hält denn das Ding? Egal. Oh, das habe ich glaube ich schon mal gemacht. Wir müssen jetzt mit dieser Schrottkarre ans andere Ende der Map fahren. Glaube ich. Naja, 8 Kilometer weit weg. Andere Spieler in der Sitzung wurden der Aktivität, ja, wenn die uns so Dinge jetzt zerstören, dann sag ich wie dieser HSV-Typ. Der wird sie uns wieder mit Raketen oder so angreifen. Der Lappen. Und das Auto ist so schlecht einfach nur. Ich kann nur sagen, die Autos hier sind nicht wirklich gut. Letztes Mal da hatte ich noch irgendwie. Was war das jetzt? Wieso hat der NPC einfach mitten angehalten, als ich, mitten auf meiner Fahrbahn? Wieso? Das frage ich mich so oft. So die das machen. Ich hoffe, Diabolo schafft das. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er so ein bisschen angekotzt ist von mir. Da ich eben, ich sag's einfach mal, so eher so ein Alleingänger bin. Irgendwie alles versuche allein zu machen, aber ihn trotzdem nicht wirklich allein zu lassen. Keine Ahnung. Wo ist ein anderer Spieler? Oh, geh bitte weg. Yusuf. Yusuf, du bist in der Aufnahme. Dafür solltest du mich in Ruhe lassen. Bitte. Lass mich in Ruhe, Yusuf. Alter. Ich hasse die NPCs so. Der hat mich jetzt abgedrängt, der NPC. Yusuf fährt weiter. Gut, dann werde ich jetzt schnell, bevor es sich anders überlegt, hier weiterfahren. Denn es ist eine Straßensperre. Ich hoffe. Oh ne, Yusuf verfolgt mich, glaube ich, wieder. Liebster verfolgt mich. Oder? Ne, der hat ab umgedreht. Ich behalte mal die Haftbomben vorsichtshalber trotzdem in der Hand. Ach, nicht im Ernst. Jetzt hat er die nicht weit genug geworfen. Ich hasse Haftbomben. Ganz ehrlich, ich kann mit denen einfach nicht umgehen. Alle Spieler sagen ja immer, wow, die sind voll gut. Und jetzt, ja, nicht im Ernst. Ich hasse die Polizei so dermaßen. Ja, okay. Woran bin ich jetzt gestorben? Ich habe Folgendes gesehen. Ich habe einen Schuss abbekommen und war dann tot. Das habe ich bemerkt, mehr nicht. Ich habe einen Schuss abbekommen. Ich hasse das, dass die Polizei auch zum Teil so viel aushält. Ja, fahr mich noch um, mein Freund. Die fahren auch das Auto kaputt. Er soll weiterfahren am besten. Ich muss ja auch noch ein eigenes Auto abgeben. Ich sehe schon, ich werde hier nicht mehr weg können. Natürlich, der Polizist mit der Schrotflinte hat überlebt. Toll, der ist gestorben. Oh nee, ich hasse das. Ich muss jetzt wegfahren, nämlich. Wir müssen die Fahrzeuge wegbringen. Ich glaube, da kriegen wir auch nur 30.000 oder so. Also für den Stress, den man sich da macht, sind die meisten VIP-Aufträge einfach zu viel. Aber wir schaffen das überhaupt in der Zeit, damit das noch in eine Folge kommt. Nicht ansonsten wäre es wieder ganz schön scheiße. Dann müsste ich nämlich noch eine Folge dranhängen und meine Mutter kommt irgendwann gleich. Ich sag's euch, die kommt dann. Und dann werdet ihr Geräusche, was ist das denn? Hintergrund. Bitte entschuldigt mich. Dann werdet ihr Hintergrundgeräusche auf Doom hören. Ach, dieser Diablo, der stirbt leider gerade ganz schön oft. Das heißt, stirbt ganz schön auf. Ich glaube, es ist erst das zweite Mal, dass er stirbt. Egal.
nur vor, wenn ich mit dem Wagen hier ankomme. Ich glaube, die halten ein bisschen mehr aus. Alter, bei mir scheint gerade die Sonne mitten auf dem Fernseher. Ich sehe kaum was. Das ist echt schlimm. Hat er gerade eine Frau geschrien? Wo ist dann eine Frau? Da war ein Berg maximal. Moment mal, ein Berg schreit wie eine Frau. Frau. Frau wird mit F geschrieben. Berg mit B. FB. FB. Erster FC. Nee, F. Soll F. FB? FB. Gibt es eine Fußballmannschaft mit FB? Bayern. Das B steht vielleicht für Bayern. Und das F für Frankfurt. Die Entfernung zwischen Bayern und Frankfurt ist circa 10.000 Meter. Wenn man das jetzt in einem Dreieck sieht, okay, ich rede nur Scheiße, ich weiß nur nicht, über was ich reden soll. Alter, ich glaube nicht, dass Diablo, ich nenne jetzt einfach Diablo, dass er das gut schafft. Vor allem, die Polizei schießt auf einen und sagt, halte sofort an. Ich glaube, ich würde trotzdem weiterfahren, weil ich Angst habe, von der Polizei erschossen zu werden. Ach, er ist schon wieder gestorben. Habe ich mir gedacht, er kriegt das, der ist jetzt da eingekesselt an einem Punkt. Kriegt das dann nicht hin, sein Fahrzeug da rauszuholen. Wäre mir aber auch fast passiert. Was ist das jetzt? Oh nein, nein, nein! Nein, nicht in den See rein! Oh gut, das ist dann so, als ob das ein See war. Lass dich den Abgabeort, versteck dich vor dem Cops. Leck mich am. Oh, ich verliere sie gerade. Ich versuche mal, mich hier unter der Brücke zu verstecken. Wir entdecken sie einen zwar sehr oft, aber trotzdem. Ich glaube, wenn man so also nicht das macht und sich so duckt, dann sehen die einen weniger ein bisschen. Und wenn man keine Geräusche macht. Oder steigen welche aus, das ist nicht sehr gut. Wenn wir versuchen, auf die Landstraße da hinten weiterzufahren. Ich bitte nur, dass sie mich nicht sehen. Jetzt habe ich nur zwei Sterne, das heißt keine Helis mehr. Ich fahre trotzdem noch so ein bisschen in die Richtung davon. Eben über eine Landstraße. Ich achte auf die Karte. Was blöd ist, manchmal spawnen die direkt. Ja, das meine ich. Manchmal spawnen die direkt vor einem. Und jetzt kann ich nichts machen, außer rückwärts zu fahren. Aber der hat mich zum Glück nicht bemerkt. Jetzt. Ziel abgeschlossen, wäre ein Verhandlungslevel los. Oh, das ist einer meiner Tagesaufträge, Tagesziele. Capture und fahre mit einem Fahrgeschäft. Capture mache ich nicht so gerne. Sobald ich fertig bin, muss ich Diablo helfen, das zu machen. Oh, ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Ich schätze, ja, wir haben so 5, 3 Minuten so verbraucht am Anfang des Parts, bis wir das gestartet haben und mit den Fahrzeugen gestohlen haben. Das heißt, jetzt hier, wir haben jetzt noch ca. 5 Minuten Zeit, vermutlich weniger, bis ich das Fahrzeug abgegeben habe und er das Fahrzeug abgegeben hat. Haben muss, damit das noch alles in die Aufnahme passt. Ich habe ja gesagt, jetzt kommt erstmal nichts mehr. Und ich hoffe, das schafft er noch. Ich sehe, er ist noch außerhalb meines Sichtfeldes. Ich glaube, wenn wir ein Fahrzeug abgeben, das andere zerstört wird, kriegen wir auch was, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir beide Fahrzeuge abgeben müssen. Alter, dass mein Fahrzeug überhaupt noch fährt, ist ein Wunder. Boah, Schluck auf. Tut mir leid. Ich bin schon wieder gestorben, ach. Tut mir so leid für den. Ich wünschte, ich könnte. Ganz ehrlich, manchmal wünschte ich, könnte mein Charakter so in zwei Hälften aufteilen, so oder so, dass er sich irgendwie selbst klont, dass der eine dann von der KI gesteuert, also einer von meinen Charakteren dann KI gesteuert auf zu den anderen geht und dem hilft. Oh Scheiße. Ja, jetzt schön noch das Auto, bevor es angekommen ist, demolieren, ne? So, Auto Nummer 1. Na? So, hilft das Fahrzeug zum Abgabeort zu bringen. So, jetzt helfe ich ihm noch. Wo ist er denn? Da hinten ist er noch. Oh, das kriegen wir nicht mal in die Aufnahme rein. Was ich machen kann, sobald das beendet ist, fange ich einfach wieder eine Aufnahme an. Was wird dann danach beende ich auch dann. Das heißt, die wird nicht länger. Dann nenne ich das eben wieder wie früher bei den Star Wars immer Part 2 oder so. The hell? Idiot. Ja, was, hä? Ach so. Steht das Fahrzeug auch, scheiße. Das richtig Problem. Und hier läuft, glaube ich, Gamer-Musik. Deswegen habe ich das mal leiser gemacht. Ich habe sogar leise im Hintergrund so
so Musik gehört. Ich dachte mir so, ne, kenne ich. Moment mal, ich kenne es aber nicht aus GTA, das heißt, Scheiße, GEMA. Sie wisst ja, GEMA, YouTube, größte Feinde aller Zeiten. Gleich nach Microsoft und Sony. Na gut, Spaß beiseite, aber trotzdem. Hat er Xenon-Scheinwerfer? Die sind ganz schön hell. Ups, Hilfe. Nein. Nein. Wie ist das möglich? Ich werde die Physik von GTA nie verstehen. Hält das Fahrzeug zum. Herr, wo ist er denn jetzt? Ich markiere es einfach mal hier. Geht das? Kapitalrückrufer, was ist das? Ach, damit ist das Auto gemeint, okay. Hält das Auto wirklich so nah dran? Ich entferne mich gerade von dem Auto. Ach, sicher, weil ich hier rumfahren muss oder so. Oh, nee. Nee, jetzt weiß ich wieder, dass die Entfernung, die da gezeigt wird, das ist die vom gelben Punkt. Hab mich schon gewundert. Platz da. Der Part könnte jetzt jede Sekunde enden. Wenn wir das höchstwahrscheinlich nicht schaffen, dann hänge ich das einfach in irgendwie so ein 2-Minuten-Part hinten dran. Habt ihr mal in einem Video vielleicht drei Parts oder so. Ich versuche ja jeden Tag 2 Videos hochzuladen. Am Anfang war es eins, jetzt sind es 2, weil ich einfach finde, sonst werden solche Let's Plays richtig in die Länge gezogen. Und solche Story-Let's Plays. Ja, und dann wird es langweilig. Okay, der ist glaube ich wieder ein bisschen näher. So neu markiert. Er scheint aber diesmal, ja, er hat es glaube ich gleich geschafft. Er könnte jetzt mir theoretisch das Auto geben und dann könnte ich damit wegfahren. Ich bin mal kurz leise. Er hat glaube ich die Sterne nicht mehr. Ich leg mich hier am Arsch. Jetzt habe ich auch wieder einen Stern. Wieso denn das? Da muss die Sterne erstmal loswerden. Ich verramme die jetzt einfach alle weg. Die ihn aufhalten wollen. Ich ramme die jetzt einfach weg und versuche die damit so wegzukriegen. Hey, hier bin ich. Los, los. Hier bin ich. Los. Holt mich. Holt mich. Aber was auch ein guter Trick ist, habe ich mal Driver gemacht. Anhalten. Und wenn sie aussteigen, weiterfahren einfach. Tschüss. Aber hier gibt es viel mehr. Bei Driver haben wir immer nur 2 Autos oder so verfolgt. Ich habe eine Idee. Ich fahre jetzt mal hier lang. Und guck mal, ich fahre ins Gelände, Leute. Ich sollte mich hier verfolgen. Machen die echt. Gut, damit kann ich ihm helfen. Er muss ja einfach eigentlich nur abgeben. Ich hoffe, ich helfe ihm damit gut. Ich sehe ja leider nicht die anderen. Und jetzt verliere ich die Stelle aber selbst. Das ist gar nicht mal so schlimm. Ich fahre jetzt hier einfach hoch. Der Part ging doch nicht so lange, wie ich dachte. Aber echt, der konnte jetzt jede Sekunde aufhören. Diabolo, der hat glaube ich gerade keine Probleme mit der Polizei. Ich glaube, der hat die auch gleich weg, die Sterne, wenn er sie nicht schon weg hat. Ja. Ich hoffe, der schafft's. Ansonsten muss ich wieder weinen. Aua. Die EP-Auftrag ging jetzt 20 Minuten. Nehme ich überhaupt noch auf? Ich hoffe schon. Ich habe ja immer diese Angst, dass ich nicht aufnehme. Aber ich müsste echt jede Sekunde aufhören. Ich verstehe es jetzt nicht. Ich hoffe, er schafft das jetzt. Komm schon. Oh, und ich hoffe echt, ich nehme noch auf. Ich weiß das gar nicht gerade. Ich könnte theoretisch gar nicht aufgenommen haben. Dann würde ich jetzt die ganze Zeit für umsonst reden. Oh, ich habe ja ein ganz mieses Gefühl. Ich glaube, ich nehme gar nicht auf. Dann müsste ich gar nicht erst reden. Nämlich, so ein Part geht maximal eine Viertelstunde hier auf der PS. Drei, wir haben ja gerade angefangen zu spielen. Jetzt sind es nur 50 Sekunden, in der Part beendet werden kann. Ansonsten würde ich gar nicht aufnehmen. Das wäre ganz schön scheiße. Ah, hat die Stände immer noch.